Ihr wollt wissen, was das hier für eine Abnormität wird? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich möchte als erstes mal hier so eine kleine Plattform bauen. Und dann gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, was ich mir so gedacht habe für Kraftwerke. Geh mal da aus dem Weg, die Leute wollen was sehen, Mensch. Mann. Ich möchte, um das, was wir da rauskriegen, auch nutzen zu können, möchte ich gerne hier so drei Türmchen machen. Dafür muss ich aber erstmal wissen, wie groß so ein, wie heißt der Kollege hier, Treibstoffgenerator ist. Weil der braucht ein paar Plätze. Ja, also ich habe sowieso nicht genug Zeug dabei, das ist mir schon klar. Aber wir brauchen, wenn wir die mal da so ansetzen, also ja, ungefähr 3 mal 3 ist das, glaube ich. Also 2,5 mal 2,5. Auf die Komma 5 schicken wir jetzt mal. 3 mal 3. Und ich würde die gerne relativ, ne, also von der Mitte aus speisen und dann so kreisrund drumherum. Das heißt also nicht richtig kreisrund. Also, ich kann das schlecht erklären. Also, ne, die sitzen dann schon so. Obwohl, da kriege ich eigentlich nur 4 hin. Warte mal, wenn ich 4 Stück drumherum mache, dann könnte ich 12 Stück. Ich kriege aber keine 36 damit bearbeitet. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommen erstmal 3 Türmchen hier hin. Mit dann entsprechend viel Größe. So. Und jetzt muss ich noch wissen, auf welche Knöpfe... Ach, verdammt. Wie ist in der Zwischenzeit die Festplatte hier von meinem Rechner abgeraucht? Ich muss da alles neu installieren. Deswegen weiß der jetzt von einigen Sachen, die ich hier geändert habe. Zum Beispiel von meinen Leisten da unten. Nichts mehr. Ich habe Gott sei Dank noch ein Save davon gehabt. Von meinen Daten. Also, ne, hier die Sicherung von Steam, die hat mir den Arsch gerettet auf gut Deutsch. Aber so können wir ja auch mal ein bisschen anders daran gehen. Vielleicht neu drüber nachdenken. So. Das haben wir, das haben wir. Dann packen wir uns nochmal die Rohre da drauf. Die setzen wir jetzt mal. Wie machen wir das denn am besten? Also einfach den Ständer hier, den packen wir auf die 7. 8. 9 und 10. Jo. Und das Förderband Mark 3. Das packen wir auf die 3. Das hier vorne kann so bleiben und die anderen müssen wir uns mal irgendwann wieder neu hinpacken. So. Dann fangen wir hiermit an. Also wir wollen erstmal von hier vorne aus. Da kommt unser Sprit ja erstmal an. So, den würde ich gerne hier. Geht ja auch ziemlich mittig. Also hier in den ganzen Spaß reinleiten, von unten. Dann setzen wir doch hier mal links und rechts erstmal einen daneben. So, setzen wir so einen da drauf. Das nicht F. Passt das von der Höhe oder machen wir besser 2? Da machen wir gucken wir mal. Gehen wir einmal hier drauf. Also von hier aus direkt hier hoch. Ist, glaube ich, keine so doofe Idee. Dann hätten wir das direkt hier drin. Mittig den Spaß nach oben bringen. Dann könnten wir, ne, das schön nach oben pumpen. Oben wieder ein
so einen Ballon hinsetzen. Wie heißen die Dinger? Flüssigkeitsspeicher. Und dann von da aus wieder runterkommen lassen. Auf die einzelnen Ebenen. Das klingt doch, falsche Taste, nach einem Plan, oder? So, wir ziehen das bis hier hin. Da würden wir dann quasi das erste Kraftwerk haben. Wie gesagt, 3x3, ne? Also den ersten Generator. So. Dann packen wir hier noch hin. Da und da. Natürlich geht das hier nach vorne. Habt ihr ungefähr ein Gespür dafür, was ich hier meine? Wahrscheinlich nicht, ne? So. Dann könnte man den ganzen Spaß hier hochführen. Damit das aber nach dahin funktioniert. Das wäre was zum Ausprobieren. Ob wir auf die Art und Weise nicht eine Runde schwimmen können. Also da quasi das zweite, dann teilen die sich das da ein bisschen auf dieser Plattform. Vielleicht haben wir damit ein Problem. Das werde ich aber leider erst später herausfinden. Aber macht ja nichts. So, hier das gleiche Spielchen und da ebenfalls. Das heißt, da, da und dort und da, da und da und nochmal da dran. So. Jetzt habe ich gesagt, ich will 4 Stück bauen. Das wird ja jetzt so passen. Dann setzen wir erstmal hier den Kollegen ein. So. Dann geht das da hoch. Über die 2 denken wir erstmal nicht mehr nach. Dann brauche ich... Oh, ich brauche sowieso Sachen von hinten. Dann können wir doch einmal gucken, ob wir genug Computer haben. Wenigstens für 4 Stück. Also 20 Computer. Dann kommen wir doch schon ein bisschen weiter voran. Das wäre doch ganz gut. Und in der Zwischenzeit... Gummi haben wir auch da hinten. Das heißt, ich kann hier mal einen großen Speicher hinbauen und brauche nicht mehr die X-Da wieder vorne. Das schaffen wir doch alles. Ne, natürlich kann ich mir jetzt nicht, oder? Nein, doch. Treibstoffgenerator. Wird mir natürlich jetzt nicht angezeigt. Super. Okay, das kriege ich. Ah, Gebäude. So. Wir haben gesagt, wir wollen den Treibstoffgenerator, der sich hier irgendwo ganz weit unten versteckt. Na, wo ist er? Da. Zur Liste hinzufügen und wir wollen 4 Stück haben. Die sind wieder fies. Oh, Gummi müssen wir definitiv mitnehmen. Wir brauchen 200 Gummi dafür. Das hätte ich schon fast vergessen. Aber das ist ja easy. So, das Stückchen hier. Schwefel läuft schön fleißig darunter. Aber ich muss sagen, das mit der kaputten Festplatte hatte auch einen
Vorteil, ich bin endlich auf meine interne M2-Platte gegangen. Und das hat sich echt gelohnt. Also der Geschwindigkeitsunterschied, der ist schon echt gut. So, Gummi. Komm, alles rein. Ich weiß, dann haben wir hier nichts mehr, aber wir brauchen das eh da hinten. Momentan. Wie viel haben wir hier drin? 3. Grob knapp zu wenig. Also wenn ich wenigstens einen erstmal hinkriegen würde. Na, eigentlich wäre es 2 super, ne? Ja. Yeah. So, wo fehlt's denn wieder? Du hast noch... Hier fehlt's doch an was anderem. Schrauben. Schrauben sind diesmal das Problem. So, aber... In der Zwischenzeit kann er ja ruhig mal ein bisschen weitermachen. Da ist das. Dann gehen wir halt Schrauben holen. Ist ja auch kein Problem. Problem ist lediglich, dass wir mit 3 nicht so weit kommen. Ja, hätte ich das hier vernünftig gebaut, hätte ich nicht solche Probleme, aber mein Gott, kann ich anders haben. Du bist leer, also kommen hier die Schrauben rein. Ach ja, Stahl wollte ich auch noch holen. Ich brauche noch die 40 von den Dingern, die ich natürlich nirgendwo gerade bauen lasse, oder? Und hier waren die Gasmasken drin, ne? Ne, hier habe ich einfach, alles reingeschmissen, was ich irgendwo rumliegen hatte? Eieieiei. Aber das ist praktisch, die brauchte ich nämlich auch noch hier. 10 haben wir. Wie heißen sie? Schwere modulare Rahmen. Dafür brauchen wir, komm, packen wir mal eben 30 Stück in die Liste. So, und dann holen wir uns alles, was wir brauchen. Wir brauchen dafür nämlich noch das. Ernsthaft? Okay. Wenn es mehr nicht ist, dann kann der noch ein paar Computer bauen. Und wir machen eben hier die paar Rahmen fertig. Aha. Aha. Wusste doch, da war noch was. 3000 Schrauben. Ich sag mal, das passt nicht. Kriegen wir trotzdem hin. Kriegen wir hin. Müssen auch noch ein bisschen rennen. Hier hatten wir noch die fehlenden Stahlträger, das weiß ich. Das brauchen wir gerade definitiv nicht. Warum habe ich denn den einen noch über? Und mit dazu fertig. Läuft doch hier. Wie sieht es bei dir aus? Guck mal. 4 Stück fehlen noch. Die kriegen wir. So, da vorne die Schrauben holen. Schrauben. Das ist nur die Hälfte.
damit ich auch noch Platz habe. Obwohl, die stacken ja mit den anderen, die ich schon habe. Hm. Egal. So. Das ging jetzt tatsächlich sehr schnell. Da haben wir unsere 20 Computer. Fehlen nur noch die Kollegen hier. Und es gibt immer nur einen. Ich glaube, ich mache das wieder wie beim letzten Mal. Ein bisschen beschleunigen. So, und da haben wir sie. Perfekt. Dann hoffe ich, dass das, was ich da hingesetzt habe, jetzt auch passt. Warum ist das Licht eigentlich aus? Ah, das ist ja diese Tag-Nacht-Schaltung. Da war ich ja so clever, das anzuschalten oder einzubauen. So, unsere schönen Kartons. Der Schuhkarton. Ich hätte das hier unten drunter durchlegen müssen, damit man auf der anderen Seite runterkommt. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Einfach nur, weil es geht. Hier der zweite Schuhkarton, den man nicht sehen kann wegen Kanistern. Da tut er sich ein bisschen schwer. Ich bin aber auch im Brocken, wenn ich hier hochfliege. Nicht, dass ich das auch wäre, wenn ich da nicht hochfliege, aber das ist eine andere Geschichte. Da war doch noch irgendwas, ich brauchte irgendwo für einen Quarzoszillator oder zwei oder drei oder sowas. Um nochmal wieder an eine Festplatte zu kommen. Das könnten wir auch demnächst mal wieder machen. Aber erst machen wir unser Kraftwerk da hinten fertig. Dann suchen wir nach Festplatten. So, hier runter und dann. Sind wir auch schon wieder hier hinten. Wunderbar. Hat ja gut geklappt. So. Jetzt wäre das gar nicht so doof gewesen, hätte ich mir irgendwas gebaut, um da überhaupt hochzukommen. Ne? Sowas wie eine, weil da kann ich immer gut mit umgehen, Leiter. Zack, oben sind wir. Dann versuchen wir doch mal unser Glück, indem wir sagen, Strom. Treibstoffgenerator.
So, und der soll jetzt... Boden ist zu steil. Okay. Da habe ich mich echt so verguckt. Ja, Tatsache, das wird nicht passen. Aber gut, dass wir es ausprobiert haben. Dann wissen wir es wenigstens. Falsche Taste. Nehmen wir die. Aber das ist Gott sei Dank ein easy fix. Hier nicht so easy fix. Shit. Dann machen wir daraus einen easy fix. Komm her. Dahin. 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 Das haben wir auf der hier. Zack. 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 So, dahin. Dann du hier hin. Und dann machen wir den ganzen Spaß nochmal. Nicht da ins Wasser, wenn es geht. Sondern dahin und können den, den und den wegmachen. So, jetzt müssten das von der Mitte aus alles vier sein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und da auch 4. So wollte ich das haben. Ja, ist doch schon mal was. Ich lasse das mal als Teilerfolg gelten. So, dann hingehen. Treibstoffgenerator Nummer 1. Möglichst mittig. So. Dort hätten wir die Nummer 2. Zack. Und hier... Die 3. Und da machen wir schön mittig auch wieder die 4 hin. So. Dann. Ich habe gesagt, in der Mitte möchte ich die Rohrleitung hochlegen. Okay. Dann wäre halt, ich meine zumindest, dass das geht. Ich hoffe, dass das geht. So, dann wäre ich hier fast runtergefallen. Aber auch nur fast, deswegen gehe ich nach vorne und tue so, als wäre gar nichts passiert. Einmal hier hoch, am Kraftwerk vorbei. So, und jetzt kommt nämlich der Teil, der wirklich interessant ist. Punkt 1, wie komme ich da hoch? Das ging irgendwie. Irgendwo hatten die hier mehrere Leitern. Ja, guck mal, da ist eine. Da hoch. Da hoch. So. Und jetzt schnappen wir uns das und ziehen mal so hoch, dass wir hoffentlich wieder Plattformen dran machen können. So, einen Deckel drauf. Nicht zwei Deckel. Ein. Doch so. Mal gucken. Haben wir den jetzt hoch genug oder? Nee. Okay. Oh, das geht genau da dran. Oh. Dann machen wir den ganzen Spaß noch einen höher, ne? Das ist jetzt hier alles schön probieren, geht über studieren. Zack. Einmal oben drauf, da dran, den Kollegen weg.
So, das sind jetzt 1, 2, 3 und 4. Genau. Das ist die Höhe, die es braucht. Und zählen wir jetzt gleich mal. Das ist doof. Das hat nicht funktioniert. Also lassen wir das nochmal. So, wir brauchen 8. Okay. 4, 8 und da drüber. Ich nach ganz oben gehe. Hätte ich dann 3 plus ein Speicher. Oder ich mache ganz oben 3. Dann hätte ich 11. 11 sind super, weil 33 ein Drittel brauche ich. Ich könnte natürlich auch ein Zwölftes hinmachen und dann nur auf ein Drittel fahren. Aber das ist nicht so schön. Bob, hier runter. Hui, Gott sei Dank. So, dann setzen wir hier mal eben wieder eine Leiter hin. Oder... Könnten wir auch da hinten hinpacken. Gucken wir mal. Und zwar brauchen wir die Nummer. Das hätten wir da nochmal. Das Schöne an diesem Projekt hier ist, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Also, ja, alles ganz normal bei mir, kennt ihr ja schon. Kein Beton mehr. Immerhin weiß ich, dass ich hier noch Beton drin habe. Nicht in dem, sondern da. So, mehr Beton haben wir nicht. Vorerst. Müssen wir nochmal holen. Aber wenn ich schon hier bin, könnte ich eigentlich eben... Spaß hier vorne reinschmeißen. Das ging. So, kann der das nämlich schon mal wegschaufeln. So, wo ist die Leiter? Da. Stückchen zurück und ich kann sie da oben nicht dranhängen, weil ich von hier unten keinen Snap-Pointer habe. Okay. Easy fix. So hoch wie geht. Wow. Der war doof. Aber unproblematisch.
Jetzt ist das hier so ein bisschen raten. Aber der war gut. Okay. Hier oben sind wir. 1, 2, 3. Und dann hatten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das Spiel möchte ja eigentlich, dass man in die Höhe baut, ne? Also machen wir das auch mal. So. Eins, zwei, drei. Drei. Vier. Eins. Zwei, drei. Vier. Drei, vier. Dieses Überkopfarbeiten ist ein bisschen. Wow. Es macht auch keinen Spaß, wenn man so die Decke streichen muss zu Hause, oder? Überkopfarbeiten. Oh, ich hasse das jedes Mal, wenn irgendwie sowas ist. So. Wenn man jetzt nicht die Orientierung verloren hätte, wüsste man, wo seine Leiter angebracht ist. Da. Und könnte dies sogar verlängern. Als ob ich das schaffen würde, da runter zu springen und da wieder dran. Nee, ist klar. Aber was ich schaffe, ist, ins Wasser zu springen, aufzutauchen und hier wieder hochzugehen. Und gleichzeitig die richtige Taste zu drücken. Ich behaupte mal bis dahin. Und behaupte falsch. Aber so geht's. Ha! So, jetzt ist die Frage, mache ich hier nochmal 8 drauf? Das Ding ist riesig und dafür brauche ich nur für die Leitung hier 3. Holy shit. Vielleicht muss ich das auch nochmal überdenken. Ich meine, 4 könnte ich vielleicht noch mal hier reinkriegen. Das wird nur interessant mit den Rohren, aber also, ne, nächste Idee wäre einfach hier diese Plattform ausbauen. Hier noch mal jeweils 4 Stück dann mit da rein. Genau in diese Lücken. Aber holy crap, das habe ich vollkommen falsch eingeschätzt. Weil davon 3 Stück hier hinsetzen, das wird ja bedeuten, hier nochmal 9 Plattformen weiter. Geht ja dann voll da rein. Okay, könnte man auch ein bisschen
muss man ja nicht so gleichmäßig machen, könnte man auch, die kann man ja ineinander hier so reinsetzen. Dann da quasi als zweiten so. Oh shit, 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 shit. Ist, nennen wir es mal Knäppkes, ne? Nee, dafür können wir uns tatsächlich den Inhalator gönnen. Ja, das war... Okay, wie sieht denn der Spaß aus, wenn ich mal so hier ein bisschen rüber gehe und vorsichtshalber irgendwas zur Verteidigung in der Hand habe? Ist ein bisschen klein. Ist schon größer. Ja, okay, da könnte ich also hier einen reinsetzen, hier mit einen reinsetzen, damit und dann das Ganze da auf der, warte mal, wenn ich den da reinsetze, dann wird der entweder dahin lappen oder hierhin lappen. Aber wenn ich das clever mache, könnte ich wenigstens drei Stück da noch, also von denen hier so um die Ecke klappen, das wird gehen. Und dort so rumklappen, wird auch gehen. Dann hätte ich das schon mal. Wäre gar nicht so doof. Dann hätte ich auf jeden Fall die drei Türme hier zusammen. Klingt fast wie ein neuer Herr der Ringe. So. Dann hätte man die zusammen. Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Ja. Ihr merkt, ich plane noch ein bisschen. Weil so hundertprozentig weiß ich noch nicht, was ich hier tue. Aber das ist so die grobe Idee. Ich glaube, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen. Wenn ja, schreibt, macht mir mal eine Skizze, damit ich das auch kann. So. Ja. Das machen wir. Dann haben wir jetzt. Wie viele Ebenen haben wir denn jetzt? Eins, zwei, hier wäre die dritte. So, setze ich jetzt hier nochmal 8 drauf? Ja, ne? 8 da drauf, dann haben wir oben Platz für den... Genau, das machen wir so. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dort machen wir jetzt wieder Deckel drauf. Und dann kommt da. Ja, das ist jetzt nicht so ausgefallen. Das wird einfach nur eine einfache Plattform. Nee, ich will den da weg haben. Genau. So, jetzt muss ich einmal gucken. Nein, nicht da gucken. Hier gucken. Wie groß warst du nochmal? Du warst. Ach, du brauchst auch die Verstärkten, ne? Oh, Verstärkter und Kunststoff. Haha. Ja, so viel dazu. Einmal abgucken. Wir haben dafür. Und das auf 8 Plattformen gekriegt. Mhm. 1, 2, 3. Auf der anderen Seite 3. Oder so und so. Ist ja auch vollkommen egal. Oder da über die Ecke und da über die Ecke. Das klingt gut. Ja, das machen wir. So, und dann kommt da nämlich eine Leiter dran. Okay, ich kriege die tatsächlich nicht da dran gesetzt. Thank you.
Funktioniert, nehmen wir. So. Da haben wir sogar genau genug da. Also, wir lassen den Spaß hier. Ich will das ja mittig hochkommen lassen und dann da verteilt wieder runtergehen. Das heißt, das wird interessant. Nee, wir ziehen hier noch eine zweite Runde drumherum. So, und das wird jetzt hier nur wirklich eine komplette Impro-Runde. Ach, da ist eine Leiter im Weg. Okay. Da war was. Macht nichts. Kommen wir mit klar. So, wir haben gesagt, wir wollen im Zweifel für einen großen, also 6 von den kleinen, haben. Dann machen wir. Wie machen wir das denn? Wir setzen einen dahin. Das ist der, der da mittig runtergeht. Dann setzen wir einen. Der ist eigentlich nicht so, wie er mir gefallen würde. Nochmal. So, dich hätten wir gerne da runtergehend. Dann hätten wir gerne einen. Der da runtergeht. Einen, der da runter geht. Und einen, der. Das müssen wir uns von der Seite angucken. Das kriege ich da nicht hin. So, einen, der da runter geht. Genau. Und da kommt. Das heißt, es kommt in der Mitte hoch. Vielleicht reichen auch die 4, das wäre, glaube ich, auch nicht so doof. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, was ich hier vorhabe. Im Moment sieht es nicht danach aus. Ich müsste hier hoch. Also, wenn ich das da hochkommen lasse, dann müsste ich das auf der Höhe. Kriege ich da noch so Dinger drin gesetzt? Natürlich nicht, weil jetzt natürlich die Dinger im Weg stehen. Okay. Das probiere ich jetzt noch eben aus. Plumps. Quatsch, den Kollegen. Also nochmal. Ich hätte dich gerne. Hierhin, vorsichtig. Okay, jetzt kann ich dich da mitten reinstellen. Egal, wir ziehen dich ein Stückchen zurück. Passt schon. Da muss ich ganz doll aufpassen. Ja, hätte man noch einen weiter nach hinten setzen können. Okay. So, da, dorthin gehen.
Und hier den Kollegen. So, ich behaupte, das muss noch einen höher. Ich behaupte, ich habe recht gehabt. Und dann würde ich... Moment. Die 7 einmal E auf die normale Stütze gehen. Wo haben wir, wo haben wir? Da haben wir den. So. Sah bestimmt wunderbar elegant aus. So, Pipeline-Stütze. Einfach Pipeline-Stütze dort. Einfache Pipeline-Stütze. Ein oder zwei hoch. Hm. Wahrscheinlich für das Flüssigkeitskonzept in diesem Spiel absolut grausig, was ich hier mache. Oder was ich hier plane. Aber hey, komm, irgendwas ist ja immer. Acht. Zack. Den darüber. Mit in der Mitte machen wir. Genau in der Mitte. Machen wir den Kollegen hin. Dann sagen wir. Der Kollege geht darüber. Und wir setzen dort. Nein. Das hätte höher gemusst hier. Okay. Kein Problem. Kriegen wir hin. Das waren 2 Ticks. Machen wir 3 draus. Ich Idiot. Eins, zwei, drei. Oder machen wir direkt 4 draus? Wir machen 3 draus, das reicht. So, die 9. Okay, damit hätten wir da was. Nie im Leben funktioniert. Aber komm, ich habe Spaß beim Bauen. Ist auch okay. Ach, schön. So, und der Kollege geht hier rein. Jetzt kommt nämlich der große Punkt. Ich kann das gar nicht da in der Mitte durchleiten. Doch, kann ich. Das einzig Schwierige daran wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte dann diese Punkte zu finden. Aber da können wir bestimmt einen basteln. Weil so darf es ja nicht stehen. Wie machen wir das denn am besten? Weil ich komme damit ja nicht ganz nach unten. Gucken wir mal, können wir mit Wanddurchführungen arbeiten? Also so viel Zeit müsst ihr jetzt noch mitbringen. Okay, ich kann die nur so drehen. Wie sieht es mit diesen Pipeline-Dingern aus? Wie kann ich da...
Oh, ich kann die nicht hinstellen. Okay. Ja. Gut. Das ist was, was ich mir beim nächsten Mal überlege. Weil im Idealfall kann ich von da aus in der Mitte einen runterlegen und hier an den Seiten die nochmal. Das wird ein Abenteuer ohne Ende. Aber hey, wir kriegen das schon hin. Jo. Und mit dieser spektakulären Aussicht hier würde ich sagen, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Käffchen. Tschüss.